von rechts, radikalen, whatever. Wir wollen einfach mal Klarheit reinbringen. Und da ist die Frage, auf einer Skala von minus 10 bis plus 10, wo siehst du dich politisch? Extrem rechts, also als Extremist, so würdest du Steine werfen. Minus 10 extrem rechts bis plus 10 extrem links. Gibt es da für dich eine Ausrichtung? Siehst du, nimmst du eine Wahl? Also rechts sehe ich das überhaupt nicht ein. Okay. Das ist überhaupt nicht rechts. Hat nichts mit rechts zu tun. Hat überhaupt nichts mit rechts zu tun. Okay. Und ja. Es geht einfach nur hier um unsere Grundrechte. Okay. Dass einfach nur unsere Grundrechte geschnitten werden. Okay. Deswegen bin ich auch hier. Cool. Also du bist auch pro Menschenrechte, pro Grundrechte und du bist auch der Meinung, die sollten für jeden Menschen gelten. Dasselbe war, wenn du dich erinnern, im Januar, wo das Lösung Fridays gegen Altersarmut, das wurde auch in der Rechte gestellt. Okay. Da lief das in den Medien auch. Rechte Veranstaltung, das wurde von Rechten organisiert. Ich war da gewesen zu so einer Veranstaltung, da waren Leute dabei wie du und ich. Aha. Ganz normale, die einfach nur Angst hatten, dass irgendwann mit der Rente nicht mehr klarkommt. Ja, ja. So. Und das wurde auch einfach in den Medien als rechts hingestellt, obwohl es Schwachsinn ist. Fridays for Future ist 200% links. Das heißt also, du siehst die Veranstaltung eigentlich als was Neutrales an und ich selber, du stehst auch hier als neutraler Mensch und nicht für Rechte. Wir gehen jetzt einfach nur um unsere Grundrechte. Okay. Dass sie einfach nur unsere Grundrechte beschneiden. Dann würde ich dich mit einer politischen Einstellung von Null einsagen, in der Mitte, neutral. Ja, ja? Finde ich auch. Okay, finde ich gut. Nehme ich gerne so auf. Und ja, dann vielen lieben Dank für das Statement auf jeden Fall. Dankeschön. Schön.